Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stoneheart, eine weitere Folge im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wodan schmilzt fleißig ein, sehr gut. Ich wollte mal kontrollieren, ob Minjas auch fleißig Türen macht. Weil ich sehe irgendwie noch keine, oder sind die Kisten irgendwie voll? Doch, er macht irgendwas. Oder hat er gerade erst angefangen? Wo lagerst du die ein? Doch, da sind Türen. Wieso macht er denn immer diese Umrandung? Doch, da sind schon drei Türen. Dann hat er schon... Wo ist jetzt das? Tür mit... Hier ist Golderz und dann liegt da noch eine Tür drüber. Die teilen sich direkt die Plätze. Aha. Sehr gut. Haben wir überhaupt noch genügend Holz? Inhalt 28, 31, 100, ja. Kann man so sagen. Ich glaube, wir haben bestimmt noch was rumliegen, oder? Ja, da liegen nämlich noch ein so ein Holzblöcker. Hatte ich eigentlich schon die Hasenstatter weggezimmert? Ja, hatte ich auch. Essenstechnisch sieht das auch gut aus, oder? Joa. Haben sie schön verteilt. Und die liegen auch noch Körbe auf dem Feld. Kann man mit leben. Haben wir noch eine Lampe über? Haben wir noch irgendwo eine Lampe dazwischen? Ich sehe keine Lampe. Essen fassen, Mahlzeit. So, wir haben aber in der letzten Folge haben wir Goblin Ehrentoken. Aha. Sag mal, hatten wir nicht die... Wie sieht denn das mit Wodan aus? Hat er nicht diesen Schmiede-Amboss da? Ach, der ist ganz unten. Dann schieben wir den mal nach oben. Dann macht er jetzt noch einen. So, stell mal einen her. Aha. Sehr gut. So, den platzieren wir. Hallo? Shit, da habe ich irgendwas angeklickt. Ey, ihr baut ein Loch. Da wollte ich gerade... Hallo. da bin ich wohl irgendwie abgerutscht mit irgendwas. So, gibt die Sickergrube. Ihr könnt wieder raus. Ja. Jetzt habe ich ein Loch im Vorgarten. Okay. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Wo ist jetzt das? Kann ich eigentlich ein Haus drüber bauen? Nee, genau. Kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann jetzt auch nicht mal irgendwie sagen, dass wir hier ein schickes Haus hinstellen. Eine kleine Hütte, geteiltes Haus. Schreinhaus hat man schon. Speisesaal hat man auch. Wo dann ist Level... Ah, Level 2, sehr gut. Können wir jetzt irgendwie eine kleine Hütte hinbauen? Bauen? Nee, geht nicht. Jetzt habe ich ein... Oh, jetzt habe ich ein Loch im Boden. Ja, wunderhübsches Loch. Er macht da weiter. Schwierig. Das können wir eigentlich durch den Amboss machen. Können wir da neue Rezepte... Oh, oh, wir können Klamotten schmieden. Sehr geil. Level 6, 6... So, 4. Was ist er? 3 ist er. Ne, 2 ist er. Schick, schick, schick. Mit Verteidigungswerten und. Cool. Ein Lager. Aber auch erst ab 6. Dekoration. Oh.
Ja, müssen wir irgendwie den Keller hier, müssen wir irgendwie zumachen, oder? Oder es gibt einen zweiten Schacht. Wie war das individuell bauen? Sagt gerade der Chat. Platten. Steinbrocken. Achso, ich hätte jetzt wahrscheinlich das noch irgendwie. Bin ja auch ein Profi. Ja. Holz können wir in verschiedenen Farben. Wir machen einfach mal Stein drüber, aber vielleicht braun, damit so ein bisschen, obwohl der Vorgarten. Wir machen das hell. Oder hier so Karo-Muster ist doch hübsch. Moment. Oder habe ich das jetzt schon. Ist da jetzt schon was drüber? Löschwerkzeug. Ah. Da habe ich schon. Beende Bearbeitung. Steinbrocken. Bauen. Ja, lass sie arbeiten. Gebäude Nummer 7 ist jetzt eine Abdeckung im. Gebäude Nummer 7 ist jetzt eine Abdeckung mit einem Vorgarten. Super Sache, Minjas. Was ich ein Profi bin. Und Wodan kloppt die ganze Nacht durch. Die anderen pennen doch bestimmt schon, oder? Nee. Sind unter Tage. Aufgabe für ein Gebäude. Und was haben wir noch? Händler wird in 31 Stunden zurück sein. Bis dahin müssen wir über die 17 Fenster, was war das? Türen waren das, gell? Ja, Holztür müssen wir fertig haben. Na, super. So. Was hat er denn noch als Aufgaben? Gar nichts mehr, das ist gut. Dann können wir nämlich noch mehr herstellen. Eisenbahnen, die sind doch bestimmt viel wert. Wir haben gar nicht so viel Eisen, sehe ich gerade. Komm, wir machen einfach mal 15. Oh, warte mal. Wir können eine Eisenkeule herstellen. Dazu brauchen wir Eisenbarren. Ja, das trifft sich ja, das machen wir auch. Da gibt es dann hier für unsere Stadtwache gibt's erstmal Eisenkeulen. Ein dekorativer Aufklärer-Gong. Inspiriert durch den Kobold-Aufklärer. Selbst Aufklärer sind mit Gold verziert. Oh, oh, Eindringlinge. Wo sind die Eindringlinge hin? Da kommen sie. Attacke, Gruppe 1. Angriff, dort. Dich kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Handel mal später. Bewaffneter Goblin. Oh Gott, der kommt von der anderen Seite. Seht ihr, ich muss die Stadt wachen. Oh nein. Warte mal, wir machen das anders. Attacke. Wo ist der Goblin hin? Wo ist er? Okay, gut gemacht, restliche Gemeinde. Ich brauche unbedingt mehr Wachen. Okay, Entwarnung. Habt ihr gut gemacht? Boah, ihr seid aber alle ein bisschen verletzt, ne? Genau. Medizintechnisch. Haben wir da schon was? Ah, guck mal, das Ding ist auch zu hier. Das Loch. Oder guck noch die Leiter raus. Hättest du doch mal die Leiter irgendwie. Naja. Hier. Kräuterlabor. Und zwar. Was brauchen wir denn hier? Da müssen wir bei Stufe 1. Dann machen wir erstmal 10-mal Saft. Kleines Heilelixier, damit die sich, oh, die sind alle verletzt. Damit die sich heilen können. Hier wird gelootet. Nee, das ist echt früh wach, ne? Sehr gut. So, eigentlich müssen wir noch ein Gebäude haben. Oder ich brauche nicht mal ein Gebäude, sondern so ein bisschen was Überdachtes für die Handwerker. Dass wir das vielleicht so in der Mitte hier aufbauen. Hier ist ja so ein bisschen Platz. Dass wir hier so ein einfach mal ein Gebäude designen. So hätte ich gesagt. Hätte ich Sorgen.
Straßen, Fundamente. So, jetzt müsste ich aber erstmal. Ach nee, das setzt ja im Boden rein. Okay. Fundamente aus. Was machen wir da? Die haben hier. Was haben die hier für Fundamente drin? Warte mal. Abbrechen. Schnitt. So einen gezackten Holzboden. Dann machen wir das hier auch. Machen wir hier erstmal so eine Fläche, wo dann praktisch die ganzen Werkzeuge und so, also die ganzen, die Material verarbeiten, jetzt Stuff unterbringen können. Ich würde sagen, so. So. So, das muss erstmal reichen. Das können wir noch erweitern. Machen wir erstmal so ein schickes Fundament. So, dann brauchen wir Mauern. Ja, aber ich will gar nicht so viel Mauern. Ich will eigentlich nur ein Dach haben, beziehungsweise so Eckpfeiler. Platten. Ah ja, die kann ich hochziehen. Wunderbar. Holz, und zwar ein dunkles Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie hoch ist denn so ein Ding? Ah, noch ein bisschen höher. 7. Stimmt das jetzt? Kommt wahrscheinlich ungefähr hin, oder? Kann ich nicht sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ich hoffe, hier gibt es keine Statik oder sowas, weil dann bin ich wahrscheinlich am Arsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das richtig oder muss das noch eins höher? Das ist richtig. So, jetzt hätte ich gerne ein Dach. Das scheint er nicht anzunehmen. Steigen Überhang. Weil er keine Wand erkennt, oder was? Klicke auf einem ummauerten Grundriss, um das Dach zu setzen. Scheint nicht zu gehen. Wahrscheinlich fehlen die Mauern. Warte mal, wir werden nochmal die Pfosten entfernen. Nein, nein, nein. Mit Rechtsklick kann man abbrechen. Sehr gut. Jetzt muss ich doch die einzelnen Pfosten nochmal wegnehmen. Ich gehe auch mal in den Pausemodus. Nicht, dass hier jetzt ein Angriff kommt. Und ich meine hochwichtigen Planungsarbeiten hier unterbrechen muss. So. Muss ich jetzt vielleicht doch Wände machen. Grundmauern, Fußböden. Ja, aber dann setzt er. Er hat jetzt praktisch von sich aus Wände gesetzt. Gut, aber warte mal. Kann ich jetzt nicht einfach hergehen und sagen, jetzt setzt man ein Dach drauf? Helles Dach. Ah, jetzt sehe ich es. Alles klar, cool. Ja, so wird mir das gefallen, aber ich hätte es gern offen, dass das so ein offener Arbeitsplatz ist. Jetzt könnte ich doch wahrscheinlich mit Radiergummi hergehen und dann Wände, Radiergummi. Nee, das geht nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt. Ist denn nicht irgendwie freistehende Mauern? Nee, ich will ja auch ein Dach darüber haben. Es geht wahrscheinlich nicht, wie ich mir das denke. Achso, mit Pfosten und Balken. Das könnte sein. Ja, genau, genau. Das könnte gut sein. Okay, probieren wir das mal. Ja. Dann nehmen wir Platten. Vielleicht sind es auch nicht Platten, sondern ich muss irgendwas anderes auswählen hier. Nö, gell? Tapeten, freistehen, Mauern, Treppen. Nehmen doch mal Platten. Holzplatten, dunkles Holz, alles klar. So, probieren wir es auch nochmal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Der einen Ding entfernen wir gleich mal. So. Oh, ich hab's entfernt. Super Sache, Minjas. So. Plätze, Holz, bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. So kann ich jetzt nicht hier so. Ah ja. So. Und darauf ein Dach. Helles Holz, Steigung 4. 3 langt auch. Das Dachversatz, ich denke mal um 1 ist gut. Nee. Nee. Das funktioniert so nicht. Weißt du was? Dann ist es halt ein Flachdach. Das kriegen wir schon irgendwie verziert. Das ist schon ganz okay. Dann ist das einfach so ein Überstand, wie so ein Geräteschuppen. Das sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, aber das kriegen wir schon. Das machen wir hübsch. Ne? Ich lasse das offen. Ich lasse das einfach mal offen und gut, wir könnten für die ganzen Berufe noch was draufsetzen. Wir könnten noch mit den Treppen arbeiten. Beitragende Treppe. Ah ja, sehr geil. Müssen wir jetzt eigentlich auch mit den Blöcken? Jetzt ist die Frage. Kann ich die nicht. Genau, ich will die außen dran setzen. Genau, so. Aber die müssen wir so ein bisschen versetzt machen. Oder machen wir die an die Seite? Wie machen wir die an die Seite? So mittig und dann geht's hier nach oben. Okay. Brauchen wir ein Helmholz, dann brauchen wir wieder den braunen für das hier und dann setzen wir hier noch so einen Überstand dran. Und dann müssen wir hier aber auch vielleicht noch einen Balken machen, sonst sieht das ja ein bisschen affig aus. Ich meine, es würde bestimmt auch so halten. Was habe ich denn da gemacht? Klötze, Dings, so passt's. Und einer fehlt noch. So. Ich meine, sieht jetzt aus, naja, ne? Besonders hübsch ist es nicht. Quadratisch praktisch gut, aber wir haben so zwei Plattformen. Ist das schön? Schön ist anders, ne? Man kann aber auch gar keine Geländer oder sowas machen, oder kann ich dann Zäune da drauf setzen? Sieht aus wie ein großer Tisch, ja, gell? So ein bisschen. Wie schön ist es nicht. Ist halt blöd, dass man da kein Dach draufsetzen kann. Lässt da ja nicht. Das geht nur in Verbindung mit Mauern. Und dass man bei Mauern da nicht irgendwie was rausnehmen kann, ist ja auch wieder doof, ne? Kann man denn eigentlich, wenn man jetzt Fenster auswählt? Es gibt nur so breite, so richtig große Fenster gibt es anscheinend nicht. Aber ich denke, wir machen hier so eine Umrandung, dann ist es wie so eine Freiterrasse. Das ist natürlich auch sehr hoch, aber dafür haben wir Platz für. Das passt schon. Du baust das Ding. Yes! Baut mir mal einen Tisch. Und go. Tägliches Update. Oh, ich habe irgendwie. Ich habe ein bisschen durchgeklickt. Also, wir haben die nächste Stufe geschafft. Okay, jetzt wird hier losgebaut. Wir gucken mal. Oh, da ist jemand. Ach nee, ist die Tür. Ich dachte, da wäre jemand verletzt, aber es ist die Tür. Bisschen schade, dass man nicht Erde im Boden reinfüllen kann oder sowas. Dass das so ein bisschen. Ne? Aber wenn es mal fertig ist, sieht das gar nicht so schlecht aus. Bin ich von überzeugt. Machen wir an die Säulen außen jeweils noch so ein paar Laternen dran und so weiter. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Dann gibt das unsere Arbeiterbevölkerung
Ist jetzt was ein bisschen blöd ist, dass der Weg so weit ist vom Lager, aber das müssen wir dann halt umziehen irgendwie. Naja. Wie auch immer, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Stonehearth und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.